So, hey Leute, was geht? Und willkommen zu Part 2 von dem Showcase der Demo GameCube Discs, die ich noch daheim hatte. So, diesmal schauen wir die uns aus 2005 an. Jetzt müssen wir hier wieder erstmal Land und so Zeug auswählen. Wahrscheinlich war meine Memory Card im letzten Part broken wegen, hey, das ist jetzt ein anderes Ladelogo. Wahrscheinlich wurde das als broken anerkannt oder so, weil da noch andere Games aus anderen Regionen drauf waren. Aber das Menü sieht cool aus und hier kann man, glaube ich. Hier sind, glaube ich, alle Spiele von Anfang an direkt frei. Und man kann zocken. Die Player's Choice ist dann wahrscheinlich wieder wie bei dem anderen. Und da einfach, ja, das sind sogar dieselben Games. Okay. Okay, es gibt teilweise andere Games. Resident Evil Zero. Boah, das habe ich auch mal gespielt, aber auf der Wii. Ja, Zelda. Und was war das? Soul Calibur. Ist das der Link? Soul Calibur nicht irgendwie so ein Kampfspiel? Und da war mal Link dabei, wusste ich gar nicht. Ich wusste auch zum Beispiel gar nicht, dass es mal Spyro auf der GameCube gab. Ich dachte, das wäre so ein PlayStation-Ding. Was? So, schauen wir uns erstmal wieder die ganzen Movies an. Ich glaube, das ist nämlich so das Interessanteste. Angefangen bei Robots, was auch immer Robots ist. Und alles so random Spiele, die, glaube ich, jetzt nicht so krass erfolgreich waren. Oh fuck, ich muss. Ah, ich muss switchen. Das ist dumm. Hey, den kenne ich aber irgendwoher, diesen Roboter. Have him battle evil bots and help him uncover the secrets that will save robot kind. Join the few, the proud, the machines. Kann es sein, dass es wieder so ein Spiel zu irgendeinem Film war? Ja. Wenn er schon so heißt, Robux the Video Game, dann ist es auf jeden Fall irgendwas zum Film gewesen. Boah, jetzt ist es natürlich wieder out of range. Geil. Ist das jetzt jedes Mal das Gleiche? Muss ich mal kurz ausprobieren. Schauen wir uns mal den Movie an. Bin bereit zu switchen. Ne, da scheint es normal zu sein. Ne, nevermind. Also, hätte vielleicht ein Deinterlace-Filter drüber legen. Aber es ist jetzt egal. Die Geile, die den Start macht, darf natürlich nicht fehlen. So, sowas darf nur Eurobeat-Musik gespielt werden. Ich hab mir alle fünf Staffeln zu von Initial D reingezogen. Da assoziiert man dann, glaube ich, sowas nur noch mit Eurobeat. Street Racing Syndicate. Wo ist die Maus? Klappt nicht, ich scroll runter, es geht jedes Mal hoch.
Schauen wir uns jetzt das an. Ich kann nicht mal den Titel lesen, das ist bitter. Lava Studio kenne ich aber, glaube ich, irgendwo her. Wobei es kann sein, dass ich das jetzt auch verwechsel. Warum ist das auf Japanisch, wenn ich deutsche Region ausgewählt habe, beziehungsweise wenn das generell eine europäische Disc war? Sexy Sylvia. Bestimmt so ein Kaiser. Sieht aus wie so ein 2D-Kampfspiel. Ich finde, man sieht in dem Trailer ein bisschen zu wenig Gameplay. Irgendwie so, keine Ahnung. So, jetzt sind die Sachen hier, glaube ich, jetzt auch drauf, von denen wir auch was zocken können. Wahrscheinlich wieder umstellen. Nee, das ist tatsächlich, das unterstützt tatsächlich 480p. Das sieht cool aus. Fehlt irgendwie die Sprache. Da fehlt echt die Sprache. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Aber das kann ja theoretisch keiner sein. So, das läuft auf meiner Wii und das ist halt auch einfach eine Disc, so. Ich glaube, ja, nee. Der Trailer ist ein bisschen komisch, dadurch, dass da nicht gesprochen wird. Der Trailer ist echt komisch. Wobei ja eigentlich gut wäre, wenn man die Stimmen hören würde.
Wie heißt das? Baten Kaitos? Auch noch nie gehört. Die Game Disc kann nicht gelesen werden. Eventuell ist die Disc doch halbwegs im Arsch. Sonst hätte man, glaube ich, die Typen reden gehört. Oh, das ist ein Bug. Ich schaue mir mal die Rückseite an. Ich habe mir nämlich nur die Rückseite von der 2004er angeschaut und die war eigentlich okay. Aber ich schaue mir jetzt gerade die Rückseite von der anderen an. Die sieht eigentlich genauso aus wie die 4er. Aber hier sind vielleicht so ein, zwei Flecken drauf. Ich versuche da vielleicht mal ein bisschen zu wischen. Naja, wobei, ich weiß jetzt nicht, wie man so eine Disk effizient auf die Schnelle sauber kriegt, aber probieren wir es einfach nochmal. Kann natürlich auch sein, dass meine Wii so langsam abscheißt, was nicht so gut wäre. Wobei das Laufwerk von der Wii ja, ja doch, ich brauch's für Mario Kart, ich brauch's auf jeden Fall für Mario Kart. Nee, wobei, ich kann es ja mittlerweile auch auf der Wii U spielen. Weil die Wii U hat ja jetzt in CTGP sogar auch GameCube-Controller-Support über den Adapter. Was ja ganz schnieke ist. Ja, jetzt kann die Disc ja doch gelesen werden. Ich glaube, wir dürfen einfach nur nicht diesen Trailer abspielen. Ich glaube, der Trailer war auch dafür gedacht, dass die Leute da reden, aber ja, anscheinend irgendwas stimmt da nicht so ganz. Jetzt kommt, oh, dieser Trailer, das hat einen damals als Kind so richtig krass auf den DS gehalten. Ich weiß auch nicht so, keine Ahnung. Der Trailer war richtig witzig, fand ich. Lol, der kotzt. Play Almighty. Also die ersten paar DS-Games, die waren schon flashy. Die haben so richtig krass Gebrauch von dem Touchscreen gemacht, fand ich so. Das war nicht in allen Spielen so krass vertreten. Aber der Trailer war schon witzig, so fand ich. So, das ist jetzt Jungle Beats, aber halt auch erst noch der Trailer. Ja, ganz cool. Das werden wir auf jeden Fall gleich noch spielen.
Das mit diesem Rumgeswitch ist aber echt nervig. Das könnten die doch eigentlich mal fixen hier so. Oder ist das nicht sogar schon gefixt, wenn ich jetzt Device Default mache? Weiß nicht. Sollte funktionieren, dass der das dann immer automatisch matcht. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Probieren wir es jetzt einfach mal. Ich schaue mir jetzt noch den Trailer zu Star Fox an und danach wird gezockt. Ey, es funktioniert. Es sieht ganz cool aus. Ich hatte das, glaube ich, sogar mal angespielt. Aber das war nicht so viel für mich. Das hat ja sogar einen Vier-Spieler-Modus. Krass. Okay, zocken wir jetzt erstmal ein bisschen Jungle Beats. Gestartet, um zu spielen. Ich habe dir jetzt einfach mal in Slot 2 eingestöpselt. Das sollte aber auch funktionieren, ja. Hoffentlich vibriert jetzt nicht der GameCube-Controller die ganze Zeit. Ich finde, das war ganz witzig, so das Gameplay. Mit der Trommel ist es schon. Keine Ahnung. Ich meine, Trommel für sowas zu benutzen. Zuerst kam ja Donkey Konga, also dieses Jungle Beats. Und das hier kam, glaube ich, danach. Ich stelle mir Speedruns davon bestimmt witzig vor. Aber die werden wahrscheinlich eben mit GameCube-Controller gemacht oder so. Die Steuerung ist halt auch echt easy, wenn es so drei Sachen gibt, die man machen kann, so. Okay, keine Ahnung, was das gerade war. Anscheinend kann man irgendwie so Walljumps machen. Okay, das Wildschwein hat gerade übelst auf den Sack bekommen. Ach so, stimmt, man muss da ja ganz schnell drücken. Habe ich voll viel nicht bekommen. Okay, Walljumps gehen
anscheinend easy. Wenigstens gibt der Affe einem auch immer direkt so Tipps. Was ist das für ein komisches Teil, Alter? So, man kann auch einfach klatschen, dadurch wird die Range erhöht. Ich frage mich, wie viele man da maximal kriegen kann. Ah ja, stimmt, nach allen zwei normalen Leveln kommt dann immer so ein Endboss. Jetzt wird er wütend. Okay, der Boss ist ein bisschen easy, glaube ich. Hey, der kann uns nicht mal angreifen. Wenn das Klatschen nicht genommen wird, weicht er trotzdem aus, aber ich krieg da keine Gelegenheit zum Rückschlag. Ey, wieso 40 Punkte Abzug? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Immerhin Silber. Für Gold kriegt man halt auch nix so. So. Schauen wir mal, was die anderen zwei Spiele, also was bei denen noch so abgeht. Also bei Fox kann ich mir ungefähr denken, was da so abgeht. Boah, was eine Steuerung, Alter, ne? War gar keinen Bock, sich das durchzulesen. Okay, man kann nur Single-Mode machen. Nicht mal die Optionen sind frei. One-Stick, Two-Stick, Air-Run. Ich mach einfach mal One-Stick. Mach mir mal Bronze. Ich bin in so Spielen ganz gerne mal ganz schlecht. Hier funktionieren wenigstens die Stimmen. Okay, können wir zocken? Bitte? Dauert ja voll lang. Ja,
Well, Fox, looks like we're not too late. Yep, of course, General. It's just so crazy. I can't believe Andross had so darn many troops. Okay, ich glaube, das ist auch ein sehr storylastiges Game, so plus minus. Jetzt kommt sogar noch mal eine Cutscene. Communications line green. Waikini is no pushover, so be careful out there. Left line is. The outcome of this battle hangs on you, team. Are you all ready? Oh ja, wir sind ready. Jetzt gibt es. Oh, wir können uns bewegen. Fühlt sich gar nicht so scheiße an. Okay, unser Boost ist verbraucht und er lädt sich dann auch wieder auf. Die Chips sind One-Hit oder was auch immer das ist. Ey, das erinnert mich an dieses ganz alte Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Boah, hier kommt ja voll viel, ey. Das ist ja easy. Ich glaube, der einfachste Schwierigkeitsgrad war tatsächlich zu einfach. Aber wenn das so ein Rail-Shooter ist, frage ich mich, wofür Y dieses Boosten, was dieses Boosten bringen soll. Hör doch andauernd auf zu ballern, ey. Okay, wie soll man da teilweise ausweichen? Oh, jetzt hittet das erst, ne? Aber wir können gar nicht so weit ballern. Halt. Das ist halt echt einfach. Okay, vielleicht sollte ich nicht so viel mucken. Am Ende wird es dann doch noch schwer. Ah, ich kann es auch aufladen. Our final line of defense has been penetrated. Is this guy some kind of demon? Okay, habe ich das jetzt aufgeladen? Nee, es hält anscheinend nur eine bestimmte Zeit. Gibt es jetzt noch ein bisschen Ground-Gameplay? Anscheinend. Waikini seems to have fled, but he may be lying in wait for us. Where'd that crazed chimp Waikini go? Rob, find that black-hearted ape's location. Affirmative. Das ist aber voll die komische Steuerung. Wenn man es auflädt und dann die Taste loslässt, feuert er gar nicht. Man muss dann nochmal die Taste drücken. Aber es ist dann auch nicht für immer aufgeladen.
Es ist ein bisschen komisch gemacht, finde ich. Aber ansonsten geht's eigentlich klar. Man kann den Weg sich nicht aussuchen. Das ist halt auch eins einfach festgelegt. Retire. Okay, Falco ist down. Wenigstens läuft das hier in 60 FPS, nicht so wie dieser SNES-Teil. Ich habe auf der Mini-SNES diese Star Fox gespielt. Ich habe nicht mal den... Ich glaube, den 2 habe ich sogar unlocked. Jedenfalls lief das so richtig ranzig. 30 FPS haben da echt nicht gepasst, so. Ich habe den N64-Teil auch nie gespielt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auf dem N64 auch nur 30 waren. Also bei so Spielen... Ich weiß nicht. Also ich finde ja generell 60 FPS sind sowieso geiler als 30 und 30 sind meistens, also oft bei den heutigen Spielen auf jeden Fall, sieht schon hässlich aus, tut schon in den Augen weh. Aber, boah ja, bei so Spielen sollten es auf jeden Fall 60 sein. Ich weiß nicht. Ein gutes Beispiel zum Beispiel ist irgendwie so, Monster Hunter World habe ich mir nochmal auf der PS4 geholt und nicht auf PC wegen... Weil halt so ganz viele Freunde es noch auf der Konsole spielen und die 30 FPS sind halt einfach ranzig so. Aber bei Sunshine zum Beispiel stört es mich gar nicht so krass. Wobei es mich wiederum bei Mario 64 stört. Da sieht es aber auch nicht aus wie 30, da sieht es noch ranziger aus. So ungefähr wie bei Zelda Ocarina of Time und so. Weil das lief ja sogar nur mit 24 oder so. Oh, sogar Endlos. Ja, okay, muss man wissen. Wie weicht man dem bitte aus? Ey, ich bin doch nach rechts. Ach, egal. Easy. War das der ganze Boss? Nee, war das nicht. Was für komische Endbosse, das sieht aber voll cool aus. Das sieht richtig cool aus irgendwie. Ja, schön, dass man dem hier auch so gut ausweichen kann, wenn der Strahl einfach über den kompletten Bildschirm geht. It's too early to celebrate. Look. Keep your wits about you, everyone. Yeah, gotta get out of the way. Okay, das ist schwer zu steuern. Okay, der ist down. S
somehow. Ja, okay, das war easy. Wobei Falco retired ist. Nice. Nice, Falco, gut Job. Member. Ja, wie, das geht jetzt sogar noch weiter? What? Das Video geht schon 35 Minuten. Ich wollte eigentlich... Wir haben ja noch ein ganzes Spiel. Ah, jetzt können wir hier aber auch mal ein bisschen Ground-Gameplay haben. Krass. Die Steuerung ist ein wenig komisch. Der C-Stick wird zum Beispiel gar nicht benutzt. Vielleicht war das, was man am Anfang auswählen konnte mit dem One, dem Two-Stick. Wenn ich jetzt, glaube ich, den Two-Stick ausgewählt hätte, dann... okay, wenn man R drückt, kann man zielen. Fox, looks like you've got more company. Aber man kann sogar springen. Und so drauf. Ja. Lol, die kommen jetzt hier nicht mehr hin, oder wie? Okay, wenn das das Ground Gameplay ist, dann hält sich das hier jetzt auch in Grenzen. Okay, ganz ehrlich. Wir spielen jetzt noch das andere Spiel und dann machen wir fertig. Ich denke, jeder kennt so Star Fox Assault. Ich komme hier nicht raus, ich muss neu starten. Reset. Der Reset-Knopf funktioniert sogar so, wie er soll. Bei den VC-Titeln funktioniert er nämlich nicht so, wie er soll. Da werde ich immer ins Wii-Menü zurückgeschmissen. So, vorausgesetzt, das Spiel funktioniert richtig. Der Trailer hat's ja nicht. Ja, immer mit diesen Anfällen. Jeder hat Epilepsie. Wieso denn jetzt schon wieder Signal out of range? Ich habe das doch jetzt auf Default gemacht. Ah, klappt doch. Wir können sogar das Spiel laden, als ob. Aal, Mond, Wald. Einer Himmelsstrom. Ja, machen wir einfach das erste. Also die Bilder sind ja ganz cool gezeichnet, ne? Ich kann Start drücken. Ich habe kein Menü bei so einem Spiel, was ein bisschen verwunderlich ist. Ah, das ist so ein rundenbasiertes RPG wahrscheinlich. Hallo, ich war doch noch gar nicht fertig. Okay, nevermind, es ist nicht rundenbasiert. Es wird einfach gemacht. Ja, was ist das hier? Mach mal Kronos-Schlag, ganz ehrlich. Nee, es ist anscheinend doch rundenbasiert. Ah, ich kann so... Hä? Und dann kann ich so Kombos machen? What the fuck? Ja, okay, das ist halt... Das Genre ist halt so überhaupt gar nicht meins eigentlich. Können dann den Gegner vorbeilaufen, das ist gut. Aber interessant gemacht so. Man läuft nicht auf sowas offensichtlich gezeichnetem. Es gibt nur einen Weg. Man kann nicht über den Bach, was unlogisch ist. Please don't get in our way.
Ich kann mich halt auch absolut nicht dran erinnern, das jemals gespielt zu haben. Ich glaube, damals, als ich diese Demo-Discs gespielt habe, habe ich immer nur diese Donkey Kong-Sachen mit der Trommel gespielt, weil das richtig cool war. Und den Rest habe ich einfach gelassen. Ich glaube, ich habe bis auf Donkey Kong diese zwei Teile und dem Mario Golf habe ich, glaube ich, nicht mal Star Fox oder so angespielt, weil ich konnte mich gerade absolut nicht dran erinnern, das jemals gespielt zu haben. Ja, schade eigentlich, aber ich habe es bestimmt vielleicht einmal angezockt, aber ich kann mich da nicht dran erinnern, so. Kann auch einfach weiter drauf kloppen, so. Natürlich cool. Wieso kann ich das jetzt nicht machen? Ich habe hier aber auch null den Überblick. Wo sind denn bitte die KP meiner Teammitglieder? Und was ist das rechts oben? 4 Faraden, wenn ich das richtig lese. Und was steht hier? Ist das überhaupt Damage? Ja, aber nicht so viel. Das macht schon mehr Damage. Natürlich muss man jetzt halt auch wissen, so auf welche Karte man was einsetzen kann. Der heilt sich einfach. Okay, Jungs. Das war's. Ich mag so Spiele echt nicht. Das ist jetzt das Ende von dem Showcase auf jeden Fall. Ich hab nur diese zwei CDs gehabt. Also, ja, bis auf diese ganz coolen Trailer war da jetzt nicht so viel Berauschendes drauf. Aber ja, es hat mich mal wieder interessiert, als ich das gefunden habe im Schrank so. Und ich wollte es jetzt einfach mal zocken, da habe ich mir gedacht so, ja okay, machst du mal so Videos, warum nicht? Ich habe jetzt das Wochenende nichts zu tun gehabt eigentlich. So, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. War auf jeden Fall cool für mich, die Trailer nochmal gesehen zu haben. Vor allem der Nintendo DS-Trailer, den fand ich ganz nice. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich mal demnächst mal wieder Zeit habe, werde ich mir, glaube ich, nochmal diese Donkey Kong-Spiele besorgen. Vor allem das Donkey Konga. Werde da, glaube ich, mal ein bisschen rumtrommeln. Weil so Spiele machen mir eigentlich so auch ganz viel Spaß. Ich habe ja Taiko und Ozu gespielt, so. Das ist ja so ähnlich, ja. Naja, wie dem auch sei. Ja, das war's dann mit dem Video und ja, dann sieht man sich wahrscheinlich im nächsten Video oder so. Also haut rein.